Gar nicht so schlecht. Tag Schrauber. Hi. Heute gibt es mal ein bisschen ein anderes Video, in einem anderen Stil als sonst. Wir haben ein 20 Jahre altes Familienmitglied. Eigentlich sogar zwei. Aber ich meine natürlich das Auto. Und ja, der hat noch sein Originalradio drin. Dass das die heutigen Bedürfnisse in keinster Weise erfüllen kann, sollte klar sein. Aus dem Grund habe ich mir ein recht preiswertes Radio bestellt. Dieses hier. Und das soll eine ganze Menge können. Werfen wir mal gerade einen Blick drauf. Also Bluetooth, freisprechen, Musik abspielen, Rückfahrkamera kann man anschließen, ein Equalizer ist drin. Nein, ein Navi ist nicht drin. Aber, naja, auf der Seite wird versprochen, dass dieses Radio in einen Focus MK1 reinpasst und dass alles dabei ist, was man dafür braucht. Ja, bauen wir es mal ein. Gucken wir nach. Bis gleich. So, das ist das gute Stück. Dieser Gummiknopf hier, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Der löst sich so langsam aber sicher auf und klebt wie solche. Funktionieren tut schon noch. Oh ja, wunderbar. Da müssen wir natürlich direkt mal leiser machen, bevor wir Ärger mit der GEMA kriegen. Also das Ding hat eigentlich ein Kassettendeck. Braucht kein Mensch mehr heute. Hat noch nicht mal Auto-Reverse, das kannst du nur vor, rückspulen und auswerfen. Rumdrehen musst schon noch selbst. RDS hat's. Also das war ja damals schon mal richtig State of the Art. Wie auch immer. Weg damit. Hat keinen Sinn mehr. So, auf mit dem Karton. Anleitung. Ja, wunderbar. Weg damit. Ein Rahmen. Das scheint mir nicht zu passen. Ah, okay. Das Radio kriegt ein paar Ohren. Mhm. Die könnten der Form des Originalradios näher kommen. Ja, durchaus denkbar. Dann haben wir schon das Radio selbst. Das ist ja wunderbar. Hm. Hier hinten liegt noch irgendwas. Welche Kabel. Okay. So, ich habe das Radio mal vom Karton befreit. Dann haben wir erstmal Parking. Das Kabel für die optional anschließbare Rückfahrkamera brauchen wir nicht. Die Radioklammern für das neue Radio zum Endriegeln ein- und ausbauen. Ach ja, bei der Gelegenheit für das alte Radio brauchst du die auch. Die hatte ich zum Glück noch. Und Adapterkabel für altes Radio, neues Radio. Für die Freisprecheinrichtungen gibt es noch ein Mikrofon und einen Antennenadapter. Ja, Radio selbst. Mal schauen. Also auf jeden Fall fällt direkt auf, die Bauform ist recht kurz. Das ist auch gut. Ich meine, in dem Schacht dürfte genügend Platz sein, aber was soll's. So schaut es von hinten aus. Kabelanschlüsse. Und so sieht es von vorne aus. Eigentlich nur ein paar Symbole und ein großer Touchscreen. Ja, bauen wir ein. Lass mal das alte raus. Wie lange ich die schon nicht mehr benutzt habe. Witzig, witzig. Schon mal.
Hält gut. Ich sehe mich schon Kabelbinder holen. Klick. Nee, kein Klick. Ah, jetzt. Ah. Oh Mann. Okay. Mit ordentlich Kraft geht's dann. Ja, genau das gleiche Spiel. Oh, klack. Meine Fresse. Okay, jetzt rastet es aber auch ein, dann ist auch gut. Der kommt dann quasi hier hin. Gucken, ob der dann passt. Oh ja. Wunderschön. Also bis jetzt ist es ja kinderleicht. Steht eigentlich irgendwo oben drauf. Top. Ja, das ist oben, unten, rechts, links, gleich. Das Kabel für das Mikrofon, für die Freisprechanlage, für die Freisprechanlage natürlich. Aber Gott sei Dank ist es ja bei den alten Autos immer so, dass da viel Platz ist, um Kabel zu verlegen. Dann kann man die schon mal ganz easy hier durchlegen. Und Subwoofer. Das dürfte es sein. Mikrofon. Genau. Zack, Klick, hält. So. Subwoofer haben wir nicht. USB. USB werfen wir da raus, wo wir mit dem Mikrofonkabel reingekommen sind. So ein schönes Loch ohne scharfe Kanten, da kann sich nichts durchscheuern. Das ist gut, das nehmen wir. Das machen wir dann irgendwo fest. Yes, yes. Oh Gott. So. Drin. Oder soll ich sagen, drin genug? Drin. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich ganz schnell wieder leise machen. Ansonsten haben wir nämlich jetzt gleich wieder, obwohl Quatsch, da ist ja Mute. So, wunderbar. Ja, cool. So, das Gepiepse ist zwar ein bisschen nervig, aber naja. Settings. 16:9, ist schon okay. Audio. Ah ja, den Beep, den können wir vielleicht mal und warten, das machen wir an. Subwoofer haben wir keinen, ist auch off, wunderbar. Sound Effect. Ah, Equalizer. Und hier, aha, Fader und Balance. Ja, nicht schlecht. Dimmen? Oh ja, kann man dunkler machen. Oh, cool. Mhm. General Language. Deutsch. Auch nicht schlecht. Tuner. USB. Ja, weiß ich auch, dass keiner da ist. AV. Settings Bluetooth Audio. Da haben wir wenigstens ein halbwegs modernes Radio in dem guten alten Stück. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.